Sansibar. Schon der Name klingt wie eine exotische Verheißung. Die tropische Insel vor Ostafrika besticht durch eine üppige Meereswelt. Duftende Gewürze und eine reiche Geschichte. Auswanderer sind dem Charme der Insel verfallen. Zusammen mit Einheimischen versuchen sie heute, Natur und Kultur Sansibars zu bewahren. Heute ist ihr großer Tag. Eine Studentengruppe besucht den Chumba Island Coral Park vor Sansibar. Die meisten können nicht schwimmen und werden zum ersten Mal in ihrem Leben schnorcheln. Sie hat all das in Gang gebracht, Sibylle Riedmiller. Die ehemalige Entwicklungshelferin aus Heidelberg möchte die Meereswelt schützen. Umweltbildung ist für sie der Schlüssel zum Erfolg. Korallen gelten hier als Steine und Felsen. Ne? Weil die Leute können nicht schwimmen, können nicht schnorcheln. Auch in Schulen wird es nicht gelehrt. Es gibt also in Schulen Korallen, wird nicht erwähnt. Ne? Obwohl das eine Koralleninsel, das Sansibar ist eine Koralleninsel. Alles das ist fossiler Korallenfels. Aber der Begriff Korallen ist unbekannt. Ich bin gespannt auf den Lebensraum unter Wasser. Wie die Fische dort leben, wie die Korallen aussehen und welche verschiedenen Formen sie haben. Auf die Theorie folgt die Praxis. Doch nur die Besatzung ist seetüchtig. Bei den Passagieren überwiegt die Skepsis. Schon das Baden ist eine Herausforderung. In diesem Land ist es noch sehr stark in der Kultur verankert, also auch im Islam. Ne? Ins Meer gehen heißt für die Frauen, das auszuziehen. Obwohl, es haben ja wenig ausgezogen. Ne? Aber trotzdem, allein die Idee, das ist schon ein Tabu. Ich gehe heute zum ersten Mal im Meer baden und das macht mir Angst. Aber wenn ich es öfter probiere und schwimmen lerne, habe ich in Zukunft hoffentlich keine Angst mehr. Obwohl die Studenten nur wenige Kilometer von ihren Heimatdörfern entfernt sind, tauchen sie ein in eine neue, unbekannte Welt. Das Korallenriff von Chumbe gehört zu den am besten erhaltenen Riffen in Ostafrika. Seit 1994 steht es unter Schutz. Entsprechend groß sind Vielfalt und Menge der hier lebenden Fischarten. Für die Studenten ist es die Chance, Unbekanntes kennen und schätzen zu lernen. Das war das sehr schwer verständlich zu machen, wieso das nicht gut ist, da Dynamit reinzuschmeißen, um die Fische rauszutreiben. Ja? Dass man die zerdeppert und dass man damit nicht nur etwas zerdeppert, was hunderte von Jahren gewachsen ist und was für die Fischerei sehr wichtig ist, wo die Fische drin leben und was für Tourismus extrem wichtig ist, weil die Touristen bezahlen dafür, das zu sehen. Ja? Das weiß hier keiner. Aber wieso? Beim Schnorcheln habe ich viele tolle Korallen gesehen. Den Fischen scheinen sie genauso zu gefallen wie mir. Durch ihr privates Engagement hat Sibylle Riedmiller gemeinsam mit ihrem Team schon viel erreicht. Doch ihre Arbeit ist noch lange nicht getan. Sansibar liegt vor der ostafrikanischen Küste und gehört zu Tansania. Es umfasst eine ganze Gruppe von Inseln, wobei die Hauptinsel Sansibar, lokal auch Unguja genannt, zudem Namensgeber für den gesamten Archipel war. Stone Town ist der historische Kern von Sansibar City, der Hauptstadt des Archipels. Verwinkelte Gassen und die Fassaden der Häuser verraten die jahrhundertelange Herrschaft des Sultanats Oman über die Insel. Heute ist Sansibar ein Schmelztiegel der Kultur. Und wegen seiner ausgedehnten Strände ein attraktives Ziel für Touristen.
Exotische Früchte gedeihen im tropischen Klima bestens. Sie sind unter anderem Nahrung von Sansibar-Stummellarven, einer sehr seltenen Tierart, die nur hier vorkommt. Die exotische Insel zog schon früh deutsche Auswanderer an. Doch nur wenigen gelang es, hier ihr Glück zu finden. In den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts bauten Deutsche Häuser, die bis heute bewohnt sind. Die Architekten kamen aus der DDR, denn die damalige Regierung von Sansibar tendierte zum sozialistischen Lager. Für Geschichte und Architektur der Insel interessiert sich Oliver Lange. Der Bauingenieur berät die Regierung Sansibars beim Erhalt historischer Gebäude. Hier kann man wunderschön sehen, diesen Teil mal wegnehmen. Das ist an und für sich nur Korallstein, Kalk und Sand. Die Korallensteine, die werden aus, weil es eine Koralleninsel ist, aus dem Grund geholt. Die sind relativ groß. Und die werden dann mit dem Hammer zerhackt. Und dann werden sie schön miteinander aufgebaut. Und leider hält das nicht. Schade. Das tropische Klima setzt der Bausubstanz zu. Auch der Palast der ehemaligen königlichen Familie ist in einem schlechten Zustand. Mit dem Gebäude verfällt auch die Erinnerung an eine tragische Liebesgeschichte. Prinzessin Salme von Oman und Sansibar war ein Freigeist und verliebte sich in einen deutschen Kaufmann. Als sie ein Kind von ihm erwartete, blieb den beiden nur die Flucht. Sie heiratete Rudolf Rüthe und lebte mit ihm in Deutschland. Als Emily Rüthe starb die Prinzessin 1924 in Jena. In ihrer alten Heimat war sie nicht mehr willkommen. Nicht weit entfernt an der Westküste Sansibars steht eine Villa, in der Prinzessin Salme vorübergehend wohnte. Heute leben dort Oliver Lange und seine Frau Silvia. Das Zimmer der Prinzessin ist ihnen besonders ans Herz gewachsen. Prinzessin Salme hatte das Zimmer sehr gerne gehabt. Sie liebte das Zimmer, weil durch das Fenster konnte sie das Meer stundenlang beobachten. Manche Aspekte aus der Geschichte Sansibars sind verblasst oder unbekannt. Als Silvia und Oliver das Anwesen übernahmen, war es komplett zugewuchert. Mit viel Arbeit haben sie es aus seinem Dornröschenschlaf geweckt. Dabei kamen einige Überraschungen zutage. Seitdem sucht Oliver gezielt nach Zeugnissen der Vergangenheit. Mal buddelt er sich erfolglos einige Meter durchs Erdreich. Dann wird er plötzlich mit neuen Funden belohnt, die mehr über die Geschichte des Anwesens und Sansibars verraten könnten. Ihr Heim birgt immer neue Fundstücke. Wir hatten keine Ahnung. Ja, aber viel Glück eigentlich. Also nachdem wir 3 Jahre hier gebuddelt haben oder Ausgraben gemacht haben, haben wir tausende von Stücke gefunden. Und es deutet darauf hin, dass das ein ganz großer Handelsplatz war. Das belegen auch zahlreiche Münzen. Sie stammen aus aller Herren Länder. Das sehr spezielle Stück ist von den Sklaven. Der Sklavenhandel zählt zu den dunkelsten Kapiteln Sansibars. Die Funde aus der Villa bestätigen, dass die Insel eine Drehscheibe war, wo auch Menschen als Ware gehandelt wurden. Wir haben jetzt langsam die Informationen, damit wir diese Geschichte vervollständigen können. Eine andere wichtige Einnahmequelle für Sansibar war und ist der Handel mit Gewürzen. Stefanie Schötz betreibt in Stone Town einen Spa und kauft dafür die feinsten Zutaten. Ob Nelken, Zimt, Kardamom oder Vanille. Hier gedeiht alles, was gut riecht oder schmeckt, in bester Qualität. Eine weitere Besonderheit Sansibars ist Seetang, angebaut auf Feldern im Meer. Die Frauen müssen bei ihrer Arbeit immer genau auf die Gezeiten achten, denn viele von ihnen können nicht schwimmen. Salam alaikum, hamdiango.
Ein großer Teil der Ernte wird exportiert und für Kosmetika und medizinische Produkte verwendet. Auch Stefanie kauft hier regelmäßig ein. Der Seetang wird festgebunden an Seilen, weil er ja keine Wurzeln hat, und bleibt dort ungefähr 1,5 Monate, bis er dann geerntet wird. Der Tang wird getrocknet und gemeinsam mit den Gewürzen und weiteren Zutaten zu einem raffinierten Peeling angerührt. Es ist ein uraltes Rezept, das Einheimische Stefanie anvertraut haben. Meine Mission war und ist immer noch, die Kultur von Sansibar zu feiern und zu bewahren. Heute kommen Stefanies Kunden in den Genuss der exotischen Mixturen für Schönheit und Wohlbefinden. Unterdessen ist auf der Koralleninsel die Nachtschicht am Werk. Palmendiebe, die größten Landkrebse der Erde. Sie haben eine Vorliebe für Kokosnüsse, ebenso wie die Menschen Sansibars. Der Duft aus den Küchen ist für sie unwiderstehlich. Und jedes Risiko wert. Sie sind ja bestens gerüstet. Häufig landen Palmendiebe selbst im Kochtopf. Daher sind sie selten geworden. Doch hier im Schutzgebiet haben sie Narrenfreiheit. Am nächsten Tag ist Sibylle Riedmiller wieder dabei, Herzen für den Meeresschutz zu gewinnen. Schon mehr als 10.000 junge Menschen haben bisher das Korallenriff besucht. Vor Jahren versuchte sie, das Riff vom Staat schützen zu lassen. Als das nicht half, engagierte sie sich privat. Privater Naturschutz spielt eine immer wachsendere Rolle in der Welt, wo Biodiversität das Thema Nummer eins ist. Ne? Im Moment haben wir einen unglaublich rasanten Verlust von Arten weltweit, dramatisch, lange unterschätzt. Und privater Naturschutz ist, wird von vielen gesehen als sehr viel wirksamer. Doch der kostet Geld. Finanziert wird der Chumba Island Coral Park und seine Mitarbeiter durch die Gewinne aus einer kleinen Öko-Lodge. Das war der erste private Marienpark der Welt. Und dafür ist es weltweit anerkannt als Modell. Ja? Weil wir können beweisen, es funktioniert. Also Korallenriffe sind die Regenwälder des Meeres. Von artenreichen Korallenriffen profitieren auch die größten aller Fische. Die seltenen Walhaie suchen in den Gewässern des Sansibar-Archipels nach Plankton. Sansibar konnte viel von seiner ursprünglichen Natur und Kultur bewahren. Dank seiner engagierten Bewohner. Noch immer ist die Insel eine wilde Schönheit.